Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von City Skylines mit dem DLC Snowfall im Berchtesgadener Land. Wir hatten letztes Mal hier diese Sackgasse gesehen, die wir gerade ändern wollen. Wir sind hier auf der Autobahn, wählen diese aus und müssen, glaube ich, das machen und dann rechtsklicken und dann passt das. Haben wir hingekriegt. So, dann haben wir hier unten die drei Säulen, die wir jetzt machen wollen, denke ich. Und dafür sollten wir hier schauen, dass wir hier diese neu gebaute Straße haben. Aber bevor wir diese Dingens bauen, bauen wir mal gerade noch ein paar Fußwege, weil die laufen doch so gerne, die Sims. Würde ich jetzt sagen, dass wir hier zum Beispiel einen Weg... wieso ist denn das jetzt... Ah, jetzt passt's. Hier nach da. Cool, oder? Können Sie da lang gehen? Von hier... Okay, das funktionierte gerade nicht. Nach da, auch sehr schön. Können Sie darüber? Können Sie da lang? Hier können wir das auch nochmal machen. Und dann ist das auch angeschlossen. Und ich glaube, hier können wir sowas auch machen, ne? Machen wir hier, denke ich. Ja, dieses Einsnappen brauche ich jetzt gerade nicht, ne? So, da können sie rüber. Hier können wir das auch machen. Machen wir da. Nach da. Und hier hinter. Ja, da geht das nicht. Aber hier geht's. Da haben wir schon den Weg von da nach da. Sollte also auch von da nach da gehen. Dann haben wir die Straße auch angebunden. Hierum wäre auch möglich, oder? Können sie da, dann können sie aber auch von... Was sind das? Achso, das ist schon eine Auffahrt. Ach nee, das ist diese Umgehungsstraße, die später mal wegkommt, weil es gerade wird. Müssen wir hier gucken, dass wir es hier irgendwo eingesnappt kriegen. Und da war irgendwo gerade so ein Punkt, wo ich sage, der wäre gut. Sehr gut. Die können doch hier rüber. Naja, da können sie lang. Wunderbar, das passt auch. Dann sollte man doch tatsächlich vielleicht von hier nach da noch probieren, aber das geht nicht. Vielleicht von da nach da. Ja, dann können sie so rum und dann können sie auch von da nach da. Das ist schon mal gut. Ja, dann wird es Sinn machen, vielleicht hier noch rüber zu gehen. So, dann können sie hier lang gehen. Super. Hier hatten wir schon. Und hier hatten wir auch schon. Das ist doch cool für die Fußgänger. So, dann bedeutet das die grüne Säule wegmachen. Häuser können wir hier flach bauen. Hier können wir noch ergänzen. So, auch hier gegenüber können wir das auch machen. Und dann müssen wir uns auch noch fürs Wasser irgendwie... Dieses lasse ich mir mal für Sondergebäude frei. Das kann alles hier hinten die lange Straße Wohngebiet werden. Hier vielleicht auch noch Sondergebäude. Das kann alles Dingens. Und hier machen wir das Blaue hin. Einkaufsläden. Und vielleicht hier schon große, oder? Und gegenüber auch. Diese lassen wir frei, wegen, dann können wir da noch eine Straße reinbauen. Und dann machen wir Industrie in Bürogebäude. Können wir hier lang machen. Ich glaube, da wird schon das erste gleich gebaut, oder? Dann haben wir das. Können wir aber auch hier drüben schon machen.
Und dann müssen wir nur Wasser dran machen. So. Dann haben wir alle drei Säulen eigentlich so ein bisschen hier gemacht. Wir könnten hier noch was Blaues bauen. Da, da, da. Und die nächste Stufe machen wir klein. Und da kann noch Grün hin. Dann haben wir das. Hier gibt es schon das erste Signal, dass kein Wasser da ist. Das bedeutet, wir gehen darüber und gehen dann hier lang. Und enden hier. Sollte so passen, oder? Alle kriegen Wasser, bis auf hier. Haben wir da schon was gebaut? Ja, das bedeutet, da muss auch nochmal was sein. Komm, das lassen wir weg. Kommt so. So. Und das kommt so. Fertig. So, jetzt sollten da alle Wasser haben. Ja, sieht gut aus, oder? Dann sind wir damit durch. Diese Säulen werden gerade weniger, wie wir sehen. Das ist schon mal super. Wir können noch mal gerade gucken, ob wir hier... Ah ja, hier könnte man auch noch was bauen. Da können wir definitiv so ein... Aber da ist jetzt kein Wasser da, ne? Das wäre ja jetzt... Ne, das ist... Also hier hinten haben wir ja schon Wasser hingelegt, ne? Hier die Straße müsste man mal schauen, wie man die da verbindet. Wasser geht da ja schon lang, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir lassen das erstmal... Lassen wir es so stehen oder nicht? Das ist die Frage, ne? Wir ziehen das Wasser jetzt mal hier so durch. Lass es mal bis da gehen. Und das machen wir auch noch so. Dann kann man da noch ein bisschen erweitern. Hier ist natürlich jetzt auch noch machbar, ne? Machen wir so. 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 Hier brauchen wir erstmal gar nicht so weit machen. Da wird kein Wasser groß gebraucht. Das ist die Frage, dass man gleich von da aus weitergeht, oder? So, zack, fertig. Ist die Frage, ob das Wasser, was wir dann da schöpfen, auf Dauer sowieso reicht, ne? Ah, hier oben ist immer noch Feuer. Wir haben noch eine Feuerwehr letztens hier hingebaut, da ist sie doch, oder? Wieso sind da noch, aber da haben wir das gar nicht weggemacht. Wir haben das, glaube ich, gar nicht weggemacht hier, ne? Aber da ist trotzdem einer mehr gekommen, meine ich, ne? Wasser abräumen und so, das geht nicht, oder was? Was ist denn jetzt hier? Muss das doch wegbaggern können. Kann ich nicht wegbaggern?
Mein Bagger ist kaputt. Ich weiß nicht, was mein Bagger für ein Problem hat. Ach, wir sind in der falschen Ebene, alles klar. Deswegen geht mein Bagger nicht. Da fehlte gerade der Jingle. Und hier war noch einer. So sieht's doch ganz gut wieder aus, oder? Hier ist auch noch sowas. Lass mal gerade aufräumen. Hier gibt's keine Probleme. So wie es aussieht, läuft es erstmal, oder? Hier ist schon voll zugewachsen. Ja, Industrie ist immer noch gefragt und genauso auch Kaufladen. Müssen wir dann weiter überlegen, wo wir das noch ansiedeln. Wasser hatten wir ja gerade hier schon komplett nicht erschlossen, aber wir haben hier Wasser erschlossen. Was haben wir hier? Haben wir da Kommerz hingemacht? Ich will es hoffen. Naja, haben wir da... Ah, hier haben wir gerade das nächste Wasserproblem. Das bedeutet, wir wollen hier noch Wasser saugen, oder? Aha. Wie wir sehen, ist da unser Wasserproblem gerade. Irgendwas passt mit unserem Wasserversorgung hier gerade nicht. Ich setze das mal einfach dahin und gucke, was passiert, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, dass unser Wasserproblem gerade löst. Aber hier ist jetzt gerade kein Wasserproblem. Ich weiß nicht, ob das... Aber jetzt sind sie auch sowieso wieder alle drei im Wasser, ne? Jetzt steigt das Wasser an und... Wie weit steigt es an? Geht das hier gleich kaputt? Sieht so aus, oder? Das sieht gerade nicht gut aus. Schauen wir mal, was da so passiert. Aber... Das ist wohl wasserdicht. Ja, es hat dem wohl nichts ausgemacht, oder wie sehe ich das? Also jetzt ist die passende Höhe eigentlich. So, und was jetzt kommt, ist zu hoch. Gibt es irgendwo eine Warnung? Das Bild wabbert hoch, weil der Wasserstand auch hochgeht. Die Kamera wird auch dementsprechend hoch und runter gesenkt. Voll cool gemacht. Also sieht nicht aus, dass hier irgendwas viel läuft, ne? Keine Warnmeldung, also muss es gut sein, oder? Hier ist nämlich jetzt auf Trocknen, aber gibt es da eine Meldung? Also ne, noch nicht ganz, aber dieses hier ist auf Trocknen. Wasser und Abwasser. Ja, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat, aber keine Ahnung, ob das Spiel das erkennt oder nicht erkennt, weiß ich auch noch nicht. So, ist jetzt aber nicht schlimm, wir gehen mal hier weiter gucken. Was haben wir jetzt hier? Mülldeponie 68% voll, okay. Hatten wir da nicht letzte Runde noch was gemacht? Also das leert sich hier, das war 93, ist jetzt 88, also 5% erst weniger. Wie sieht's hier aus? Ist offen mit 86% voll. Wir haben da ein kleines Problem. Oh, hier sind zwei Häuser gerade. Und das ist wegen dem Müll, weil der Müllwagen da ja nicht vorbei kann, ne? Und aus diesem Grund würde ich jetzt einfach das hier, zack, ihr macht da nichts mehr, weil ihr könnt nicht versorgt werden, deswegen mache ich euer Dingens jetzt hier weg, euer Gebiete hier. Ist zwar gerade frisch gebaut, aber ich weiß nicht, ob da auch oder ob da der Müllwagen noch vorbeikommt. Vielleicht kommt er danach vorbei. Muss man mal gucken. Aber eigentlich sieht es ja so aus, sonst hätten wir das Müllsymbol auch da. Dieses hier ist jetzt weggefallen. So. Da kommen die hierher und da ist gleich glatt. Da freuen die sich auch, ne? Aber der Verkehr, der ist hier eigentlich ganz gut am Fließen, ne? Hätte ich jetzt nicht so gedacht.
Was sagt denn der Verkehrsfluss hier so? Rot ist es da trotzdem, ne? Und hier ist es auch ganz viel rot, wie wir gerade sehen. Da müssen wir noch was tun, ne? Wir haben zwar hier schon die dicke Umleitung gemacht, aber hier fahren sie immer noch durch. Und dieser Stau, der ist ja schon verdammt lang, ne? Wo kommen die denn alle her und warum wollen die da alle hin? Und hier ist es auch so ein Problem. Kann man das lösen, indem man hier irgendwie eine Ausfahrt macht? Ja, ne? Hier wäre die doch top, oder? Hier eine Ausfahrt da auf die Bahn. Das ist doch hier schon ideal, oder? Okay, da muss jetzt ein Dingens erst flöten für gehen, aber wir haben eine Ausfahrt dann. Und die können dann gleich abhauen. Vielleicht entlastet das hier. Würde ich jetzt tendenziell mal so meinen. Weil die können ja jetzt nach hinten rausfahren. Sieht natürlich gerade schon so richtig top aus, wenn es das war. Hier fährt natürlich keiner, ne? Doch, da ist der erste. Könnte natürlich auch kontraproduktiv sein, dass noch mehr da lang fahren, ne? Halt nicht mehr rein, sondern raus. Obwohl, die fahren da den Bogen. Schauen wir mal diese zwei LKWs. Wo fahren die hin? Fahren die raus oder bleiben die? Na, einer davon ist geblieben. Und der zweite fährt raus, oder? Ja. Der fährt raus. Das ist schon mal gut. Aber diese Straße entspannt sich ja gerade, ne? Das ist ja das, was wir wollen. Und hier müssen wir nochmal überlegen, ob wir das nicht hier auch wollen. Dass die hier gleich wegfahren können. Vielleicht entspannt sich das dadurch auch nochmal. Es fährt niemand hier wieder raus. Alle wollen hier bleiben. Muss man schauen, wie sich das entwickelt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall läuft es erstmal. Also das hat sich hier krass entspannt. Hier ist es leicht rot noch, aber ich glaube, das wird auch mit der Dauer vielleicht weniger werden. Und wir müssen unser Mod hier oben natürlich noch auf Dauer auch mal nutzen, ne? Also das lassen wir vielleicht mal gerade an. Also warum es hier nicht vorangeht, weiß ich noch nicht. Ampeln setzen. Ja, Ampeln ist ja schon da. Zeitgesteuerte Ampel müssen wir dann, aber machen wir jetzt nicht, machen wir in der nächsten Folge, denke ich mal. Ja, dann machen wir hier, denke ich, erstmal einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen, schreibt was rein und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen und naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!